Wir zeigen Ihnen heute die Top 3 der Liga und bei uns sehen Sie den ersten Auftritt des neuen Rapid-Trainers. Guten Abend und herzlich willkommen. 29. Runde in der Tipp 3 Bundesliga. Die Analysen, die liefert heute für Sie unser Sky-Experte Herbert Weber. Schönen Abend. Schauen Sie, Herr Recht, da ist er schon, der neue Rapid-Trainer, Zoran Barisic. Ausgerechnet am Innsbrucker Tivoli feierte er also sein Debüt als Rapid-Trainer, als Interimstrainer, muss man sagen. 5 Jahre hat er dort gespielt, ist 3-mal Meister geworden. Der strahlt ziemlich viel Zuversicht aus, oder? Ja, man sieht natürlich, dass er Freude hat. Er ist wie die Jungfrau zum Kind zum Trainerposten bei Rapid gekommen, ist unglaublicherweise über Nacht zum Cheftrainer im Profibereich geworden. Und das ist schon was Besonderes. Er hat in Wirklichkeit ja nicht viel zu verlieren. Er kann alles beweisen jetzt in diesen letzten Spielen für Rapid. Er weiß auch, dass die Spieler zu ihm stehen und erwartet sich natürlich auch, dass sie es am Feld umsetzen können. So gesehen eine einfache Aufgabe für ihn als Nachfolger von Peter Bakult? Ich finde es, dass es eine einfache Aufgabe ist, dass es natürlich auch überraschend war, dass er Cheftrainer wurde. Und er hat jetzt alle Möglichkeiten offen, zu zeigen, was er kann. Er weiß ja nur Interimstrainer, er bleibt bis Saisonende, auf alle Fälle Rapid-Cheftrainer. Und dann soll also Peter Schöttl übernehmen, die Rapid-Legende. Die Verhandlungen mit ihm sollen schon sehr weit sein. Er soll also im Sommer zurückkehren nach Hütteldorf. Auch Schöttls Nachfolger in Wiener Neustadt soll schon so gut wie feststehen, sein bisheriger Co-Trainer Manfred Schmidt, hier zu sehen. Was halten Sie davon, Schöttl, Rapid-Trainer, gute Entscheidung? Ja, man weiß natürlich, dass es kein Rapid-Trainer leicht hat, wenn er nicht gewinnt. Aber ich gehe mal davon aus, dass er bei Magna Wiener Neustadt schon sehr viel Erfahrung gesammelt hat, dass er diese Aufgabe bewältigen kann. Ich weiß natürlich, dass ein Neuanfang bei so einem großen Verein in Österreich sehr schwer ist, aber er bringt auch die Ruhe mit. Und was sehr wichtig ist für einen Rapid-Trainer, er bringt auch diese Beliebtheit mit bei den Fans, die man braucht, um von Anfang an bestehen zu können. So gesehen könnten Sie ja Rapid-Sportdirektor werden, oder? Das ist ein anderes Thema. Stünden Sie zur Verfügung? Würde Sie das interessieren? Es ist so, dass ich mir diese Sache sehr oft überlegt habe, auch in der Vergangenheit, wo es immer wieder geheißen hat, dass der Herbert Weber als Trainer noch einmal in Frage kommen könnte. Ich bin der Meinung, dass es genügt, dass ich als Spieler dort war und auch als Trainer längere Zeit gearbeitet habe dort. Und ich biete den Posten, nachdem noch niemand mit mir gesprochen hat, auch für andere an. Also ein Comeback von Ihnen in Wien-Hütteldorf ist damit ausgeschlossen? Ja. Ja, die Personalentscheidungen, die stehen also im Vordergrund in dieser Woche, nicht nur in der Politik, sondern auch im Fußball. Und dieses Fußballwochenende hat ja eben schon begonnen mit einer bitteren Niederlage für den LASK. Zu Hause 0:3 verloren gegen Kapfenberg und damit ein herber Rückschlag für die Truppe von Walter Schachner. Jetzt gleich trifft der zweite Sturm auf den dritten Salzburg. Der Tabellenführer Austria hat den vorletzten Mattersburg zu Gast und der sechste Wacker Innsbruck spielt gegen den fünften Rapid. Morgen dann Wiener Neustadt gegen Red. Worum geht es heute für Rapid im Spiel 1 nach Peter Bakult? Ja, vor allem für die Spieler, für die Mannschaft ist es wichtig zu beweisen, dass das letzte Spiel gegen Sturm zwar sehr schlecht ausgegangen ist, aber dass die Mannschaft um einiges besser ist, als sie im Hanapi-Stadion gespielt hat. Das war in Wirklichkeit nichts. Das ist nicht die Qualität, die man von einer Rapid-Mannschaft verlangen kann. Da hat es an Einsatz gefehlt, an Aggressivität und auch an Kreativität natürlich. Und die wird gefordert. Und heute können sie ja mit viel Spielfreude ins Spiel gehen. Peter Bakult ist ja nicht mehr dabei. Ja, aber am Ende einer turbulenten Woche steht für Rapid eben ein schwieriges Auswärtsspiel am Innsbrucker Tivoli. Dort hat Rapid ja im vergangenen Sommer sang- und klanglos mit 0:4 verloren. Es ist das Ende einer Woche, die für Rapid enorm turbulent begonnen hat, mit einem echten Paukenschlag. Christoph Jochum und Markus Krautberger berichten. Vor genau einer Woche beginnt die Posse um Peter Bakult. Ein verhängnisvoller Heurigenbesuch mit Dietrich Mateschitz. Tischordnungen, Rasenball Leipzig, ja oder nein, Dementis, Gerüchte und letztlich ein überstürztes Ende. Bakult erscheint am Montag gar nicht mehr zum Training. Es passiert das Unvermeidliche. Eine fristlose Entlassung ist ja ein unglaublich massives Instrument gegen einen Arbeitnehmer. Und zwar das massivste, das es überhaupt gibt. Und daher muss auch eine ganz besondere Situation eintreten. Eine besondere Situation, ein Bruch, ein Abgang, der alles zerstört. Tatsächlich ein Ende mit Schrecken.
nicht gut für beide Seiten. Es ist auch ein unrühmlicher Abgang für den Peter Parkholt, weil ich der Meinung bin, dass er bei Rapid einiges zu Wege gebracht hat. Er ist Meister geworden, er hat mit sehr vielen guten Spielern gearbeitet, die verkauft wurden. Und er hat eine gute Arbeit geleistet und die Art und Weise, wie er sich manchmal präsentiert hat, so muss man einen Trainer oder einen Menschen nicht nehmen, so ist er. Meister wird Parkholt mit dem Trainerteam Barisic-Zajíček. Beide schiebt er im Sommer 2009 von einem Tag auf den anderen in den Nachwuchs ab. Den Schritt, dass er nicht jetzt, vielleicht hat er uns ihn überlegt, aber wir haben ihn erst erfahren, drei Tage vor Trainingsbeginn, und das ist eigentlich das Schlimme daran gewesen. Das musst du einmal verkraften und mit dem musst du einmal fertig werden. Ich glaube trotzdem, dass er ein herzensguter Mensch ist, nur er hat es nicht zeigen können. Barisic hält durch und bekommt jetzt die Chance, die Mannschaft vorübergehend zu betreuen. Tiger Zajíček verlässt Rapid, arbeitet heute bei St. Gallen in der Schweiz und erinnert sich noch gut, wie viel Macht Peter Parkholt bei Rapid hatte. Der ist mit dem Auto in die Garage gefahren, da war ein roter Teppich ausgerollt bis ins Trainerkammerl. Alle haben gefragt, wie geht's da, was machen wir heute, was ist. Peter, können wir da das machen, können wir da das machen, können wir da das machen. Der rote Teppich, längst unterwegs nach Wiener Neustadt. Schon ausgerollt für Peter Schöttl. Wir sind mitten in den Gesprächen. Es ist gerade eine sehr entscheidende Phase, was die kommende Saison betrifft, für alle Mannschaften. Also da werden die Kader zusammengestellt, da werden die Personalentscheidungen getroffen. Ich denke schon, dass in den nächsten Tagen was passieren muss, weil ja alle Seiten weiter planen müssen. Es sind nur noch Details zu klären. Schöttl wohl ab Sommer neuer Rapid-Coach. Zuki Barisic ohne echte Chance, von einer Übergangs- zu einer Dauerlösung zu werden. Aber immerhin, heute auf der Bank, im Spiel 1 nach Peter Parkholt. Ja, und die Botschaft der Rapid-Fans in Innsbruck ist klar. Der Trainer ist weg, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Ist es richtig, dass die Fans da jetzt auch die Spieler in die Verantwortung nehmen? Ja, ganz klar. Man hat immer wieder gehört, dass die Kommunikation zwischen Trainer und Spieler nicht stimmen soll. Für das hat es aber recht lange hingehaut, muss ich sagen. Also vom Erfolg her gemessen kann man gegen Peter Parkholt nichts sagen. Er hat wirklich tolle Arbeit geleistet in diesen Jahren. Es hat immer diese menschlichen Ausrutscher gegeben, die letztendlich dazu geführt haben, dass man sich von ihm getrennt hat. Gut, genau 100 Bundesligaspiele hat Zuki Barisic einst für den FC Tirol gemacht und heute feiert er ausgerechnet in Innsbruck sein Debüt als Bundesligatrainer. Jörg Kühne spricht jetzt mit ihm. Tja, der neue Rapid-Trainer heißt Zoran Barisic. Glauben Sie es überhaupt schon oder müssen Sie sich noch ab und zu zwicken? Es ist so, wie es ist. Was heißt das? Ja, dass ich im Moment bin, ja. Was heißt im Moment? Heute, die nächsten 8 Runden. Ja, zumindest einmal heute. Heute ist der wichtigste Tag. Was dann morgen ist, werden wir sehen. Aber im Endeffekt ist es so, dass wir uns auf das heutige Spiel konzentrieren. Worauf haben Sie denn besonders Wert gelegt in dieser Woche im Training? Ja, das weiß die Mannschaft. Wir dürfen es nicht wissen. Hat sich doch nichts geändert bei Rapid? Das weiß ich nicht. Im Grunde genommen ist es so, dass ich meine eigenen Vorstellungen habe und ich hoffe, dass das die Mannschaft umsetzen wird. Ich will ja nichts reininterpretieren, aber wenn man mit Spielern spricht, na hallo, was hat sich denn stimmungsmäßig bei Rapid getan? Das wird sich heute zeigen, in den 90 Minuten. Und das sage ich in Innsbruck. Wie schön finden Sie es persönlich, dass Sie hier Ihr Debüt feiern können? Sie haben ja 5 Saisonen gespielt. Also das ist das Zusatzzuckerl. Ich habe da 5 Jahre lang gespielt und bin mit der damaligen Mannschaft 3-mal Meister geworden und ist praktisch meine zweite Heimat. So gesehen ist es ideal. Wie schön finden Sie es, dass die Rapid-Fans Sie schon mal aus der Verantwortung nehmen? Ich übernehme für Sportliche die Verantwortung. Ich und ich ganz alleine. Harry Weber hat gesagt, eigentlich haben Sie bei Rapid in der verbleibenden Saison eine recht einfache Aufgabe. Wie sehr sehen Sie es auch so? Das kann ich jetzt noch so nicht so beantworten, weil was ist leicht und was ist schwer? Also es ist eine sehr reizvolle Aufgabe und wir werden natürlich alles geben, alles unternehmen,
um unser Spiel zu spielen. Und wir werden sehen, ob wir das auch durchziehen können. Zoran Barisic, bei seinem Trainerdebüt hat Rapid heute gewonnen. Und zwar klar und deutlich 3:0 am Innsbrucker Tivoli. Schauen Sie mal, wie er mit der Mannschaft jubelt nach dem 2:0 durch Christopher Drazan. Das ist ein Bild, das man bei Rapid in den vergangenen Jahren selten gesehen hat. Peter Bakult hat nie so mit seinen Spielern gejubelt. Ja, es muss auch nicht immer sein, dass jeder Trainer mit seinen Spielern so jubelt. Das rührt natürlich auch aus der Zeit her, wo Barisic noch Assistent von Peter Bakult war. Er hat immer ein sehr gutes Verhältnis mit den Spielern gehabt. Das ist auch leichter, als Assistent mit den Spielern ein sehr gutes Verhältnis zu haben. Als Trainer braucht man schon eine gewisse Distanz, aber natürlich, wenn es solche Freude gibt nach einem Tor, ist es natürlich auch sehr wichtig. Aber im Moment ist er irgendwie der ideale Kontrapunkt, oder? Ja, im Moment ist das natürlich sehr wichtig, dass die Mannschaft auch weiß, da ist einer draußen, dem können sie vertrauen und das ist einer von ihnen, sage ich jetzt einmal. Das ist jetzt nicht nur ein Trainer, sondern einer, der spricht mit uns die gleiche Sprache und das ist ihm in diesen wenigen Tagen sehr gut gelungen. Also Rapid gewinnt heute am Innsbrucker Tivoli mit 3:0 und damit feiert Zoran Barisic also ein erfolgreiches Trainerdebüt, Michael Gigerl. Aufbruchstimmung bei Rapid, über 1000 grün-weiße Fans am gut besuchten Innsbrucker Tivoli und die hofft natürlich, dass es im Spiel 1 nach Peter Bakul auch sportlich wieder bergauf geht. Und Rapid beginnt tatsächlich sehr stark, ja nahezu fulminant. 6 Minuten absolviert. Sonnleitner für Salihi, tolle Ballmitnahme, erste Top-Gelegenheit für den Top-Torjäger der grün-weißen Hamdi Salihi. Ball stark mitgenommen mit der Ferse, aber dann dafür schwach im Abschluss. Harald Planer, der wieder den verletzten Pascal Grünwald ersetzt, ohne große Probleme. Nur 3 Minuten später. Rapid startet hier, wie gesagt, sehr, sehr stark. Wieder Salihi und dann Hofmann gegen Tomasz Abraham und es gibt Strafstoß. Die Entscheidung von Oliver Trachter richtig. Abraham geht da gegen den Mann, gegen Hofmann, weit und breit. Kein Ballspiel. Hamdi Salihi. 10. Minute, 1:0 für Rapid. 15. Saisontor für Hamdi Salihi. Schon gegen Graz hat er einen Elfmeter verwandelt und auch diesmal lässt er dem Torhüter keine Chance und weiterhin Rapid. Freistoß von Hofmann und dann die Nachschussgelegenheit für Boris Prokopitz. Walter Kogler sieht seine Mannschaft in den ersten 20 Minuten nur in der Defensive. Immer wieder wird es gefährlich nach Freistößen von Steffen Hofmann. Katzer kommt dann nicht ran, wird allerdings auch behindert. Und hier hat Innsbruck Glück, dass es nach diesem Halten von Dakovic gegen Katzer keinen weiteren Strafstoß gibt. Gibt auch genug Schiedsrichter, die so etwas ahnden. Innsbruck braucht eine halbe Stunde, um hier in die Partie zu finden. Thomas Bergmann, die Rapid-Leihgabe, erster Warnschuss, Minute 29. Aber Innsbruck wird gegen Ende dieser ersten Hälfte stärker. Berstaller im Zusammenspiel mit Merino, toller Pass für Burgic und dann starke Abwehrtat von Helge Payer. Burgic versuchte den Rapid-Goalie zu umkurven, aber Payer bleibt lang auf den Beinen und vereitelt diese Chance. Zur Pause steht es 0:1. Die Führung für das Team von Zoran Barisic zur Pause durchaus verdient. Sonnleitner muss in der Kabine bleiben, hat wieder Hüftprobleme an seiner Stelle. Jürgen Patoka in Durchgang 2 mit von der Partie. Markus Katzer mit der ersten Möglichkeit, 7 Minuten nach Wiederbeginn. Harald Planer kann sich auszeichnen. Wie schon zu Spielbeginn Rapid klar überlegen zu Beginn des Spiels sowie zu Beginn dieser zweiten Hälfte. Erst nach einer Viertelstunde wieder die Innsbrucker. Kopfball war das von Dakovic. Helge Payer kann abwehren und dann gibt es gleich die nächste Ecke. Oliver Trachter schlichtet da zwischen Bichler und Patoka und Bichler kommt dann auch ran, wird leicht behindert von Patoka, aber alles in Ordnung. Der Abstoß schnell ausgeführt von Helge Payer auf Christopher Drazan. Sieht zunächst nicht allzu gefährlich aus, aber Thomas Bergmann, der verweigert den Zweikampf und Christopher Drazan mit dem 2:0. 63. Spielminute, Riesenjubel über das erste Saisontor von Christopher Drazan. Entscheidend, dass Helge Payer den Ball so schnell
abschlägt und dann, dass Thomas Bergmann hier gegen Christopher Drazan ganz schlecht aussieht und der dann sehr überlegt trifft ins kurze Eck zum 2:0. Eine Vorentscheidung schien damit gefallen zu sein, allerdings die Innsbrucker haben nicht aufgegeben und wurden auch gefährlich. Der eingewechselte Andreas Bammer mit einer Doppelchance, Zuma ansonsten mit einer starken Partie in dieser Situation doch leicht indisponiert. Und dann wieder nur 2 Minuten später, Thomas Bergmann aus der Drehung, Zentimeter über das Tor von Helge Peier. Das war's dann aber mit der Innsbrucker Offensivherrlichkeit. 1 Minute darauf, Prokopić für Christopher Drazan, die vielleicht schönste Aktion des Spiels. Drazan für Salihi und in der Mitte Kapitän Steffen Hofmann. Der machte eine riesige Partie, ganz starke Leistung, ein Tor, eines vorbereitet, positive Zweikampfbilanz und Zoran Barisic weiß, damit war alles klar, damit hat Rapid diese Partie gewonnen. Der erste Sieg gegen Innsbruck in dieser Saison. Gerade hier am Tivoli, wo die Saison für Rapid so schlecht begonnen hat. In Runde 1 das 0:4 und jetzt ein vielversprechender Neuanfang unter Zoran Zoki Barisic. Ein verdienter Sieg für Rapid und der Neo-Coach im Interview jetzt bei Jörg Kühne. 5 Sekunden. Ja, 3 Punkte und 3 Tore zum Debüt von Zoran Barisic. Wie zufrieden sind Sie denn? Wie glücklich vielleicht? Sehr zufrieden. Also wenn man gegen einen starken Gegner bei so einer Kulisse mit 3 Punkten Heimfahrt und mit so einer Leistung kann man nur zufrieden sein als Trainer. Sie mussten verletzungsbedingt früh wechseln, Häkkinen raus, Sonnleitner raus. Wieso hat das auch am Konzept vom SK Rapid heute überhaupt nichts durcheinander gebracht? Weil die Mannschaft das sehr gut umgesetzt hat, was man ihr gesagt hat. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr stolz auf die Spieler. Selbst durch die verletzungsbedingten Ausfälle, die wir gehabt haben, hat sich jeder Einzelne, der da reingekommen ist, super hineingefügt. Und ja, das ist schon schön gewesen heute. Sag, ich habe Sie vor der Partie zur Stimmung gefragt. Sie sind mir ausgewichen, habe ich verstanden. Jetzt schauen wir auf den Torjubel von Christopher Drazans 2:0. Und Sie erzählen mir nochmals etwas über die Stimmung bei Rapid momentan. Ja, wir haben uns ja gefreut. Also es soll ja so sein in einem Mannschaftsgefüge. Soll es ja so sein, dass sie alle gefreien, wenn ein Spieler von uns ein Tor schießt. Und ja, ich habe mich sehr gefreut. Ja. Hat man gesehen. Die Austria hat verloren. 5 Punkte fehlen auf die Tabellenspitze. Werden jetzt Saisonziele plötzlich ganz neu gesteckt? Nein, aber wir haben jetzt ein neues Spiel, ein neues Ziel. Das heißt Mittwoch Cup-Spiel gegen Mattersburg. Da hoffen wir, dass wir sämtliche Fans mobilisieren können, dass sie uns wieder tatkräftig unterstützen, um da das Semifinale im Cup zu erreichen. Das ist jetzt unser nächstes Ziel. Das heißt, Rapid wird Cupsieger und könnte auch Meister werden. Das haben Sie gesagt.